Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skull and Bones, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt durch Ubisoft. Ich habe wieder ewig nicht gespielt, ich kam mit Klausuren und so nicht dazu. Aber es hilft nichts, dann müsst ihr jetzt echt die nächsten 2 Monate noch leben. Bis ich irgendwann mal so weit bin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hatte ja scheinbar jemand geschrieben. Das. Ja, wir haben hier die nächste Stufe scheinbar erreicht. Also die könnte ich mal alle neu finanzieren, ne? So, super Sach. Kann ich dich überhaupt noch finanzieren? Nee. Gerade noch kein Geld. Also irgendjemand hat geschrieben in den Kommentaren, dass ich angeblich das Zeug nicht mehr ins Inventar laden muss, um es hier zu verkaufen. Entschuldigung. Keine Gegenstände zum Verkaufen. Ach, ich kann hier auf mein Inventar zugreifen. Natürlich brutal gut. Genießt den Frieden eures. Dann werden wir uns umziehen. Ich habe im Shop mal ein bisschen eingekauft. Natürlich die Frage, wo man sich hier umziehen kann, das weiß ich nicht. Ja. Ach, der Dicke, genau. Erinnere mich. Seht euch was. Nur an. Achso, ne, das wollte ich ja gerade nicht. Nee. Mein Aussehen ändern wir nicht. Oder meine Kleidung tauschen. Und dann muss man immer auf Kaufen gehen. Habe ich schon wieder vergessen. So, wir haben nämlich das hier. Das ziehen wir natürlich auch an. Das ist neu. Eh klar. Cool. Sehr schön. Und wir haben auch das passende Schiff dazu. Hat mal gefallen und irgendwie wollte ich mal irgendwas anderes haben, weiß ich nicht. In der Hoffnung, dass das auch nicht alle haben. Schiffsverschönerungen. Mal gucken. Irgendwas, wo wir natürlich alles haben und was neu sein müsste. Das hier ist ja auch schon mal cool. Hier Hochmut und Torheit. Weil der singt so schön. Was verfolgen wir denn eigentlich gerade? Weiß das noch jemand? Weiß es nicht mehr. Bin ganz ehrlich. Ouvertüre der. Genau, das wollen wir mal machen. Aber wir waren wahrscheinlich noch dabei, mein Schiff aufzurüsten, oder? Dann mal, zum Schiffsbauer. Chillak oder so. Man sagt, ihr hättet einen Verräter erwischt, als ihr unterwegs wart. Ich mag Effizienz. Genau, normal Lack. Der steckt 25, das war ja ultra viel, ich erinnere mich. Ihr seid jetzt also armer Schoßhündchen.
Lasst euch nicht vom Kriegsrausch mitreißen. Okay? Okay, 11 haben wir, aber wir haben das letzte Mal haben wir doch so ein paar, erinnere ich mich. Ich hoffe, es ergeht euch da draußen. Willkommen. Adieu. Ich glaube, das können wir abwarten, ne? Das dauert ja nicht immer so lange. Immer mit der Ruhe. Auf 44 Sekunden sogar. Naja, es läuft ja nicht weg. Super, dann... gut, das ist immer hier oben geliefert, oder? Ich glaube, da habe ich die ganze Zeit welche gefunden. Ja. Weil hier oben diese Handelsschiffe hin und her zu... nehmen war dann doch irgendwie das Beste. Oh. Wir wollen aber ganz kurz hier hinreisen und die Achterstücke schnell abholen. Hübsch. Was ist das? Handelsschiff des Silbers! Segelleiter, Captain! So, wunderbar. Schaut cool aus, das Schiff. Fällt mir gut. Ob es das Geld wert war, weiß ich nicht. Aber ich hatte es ja noch übrig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so ein Set kostet 22 Euro. De facto. Nicht schon viel. Diese Achterstücke locken abtrünnigen Abschaum an. Los, Beeilung! Keine Angst, wir sind ja schon am Weg. Gar kein Problem, wir sind ja schon wieder zurück. Wir sind ja sicher, ja? Segel einholen! So, super. Wir werden erstmal weiterhin die hier finanzieren. Warum auch nicht? So, dann wollen wir jetzt aber hier hoch. Und weiter fröhlich Handelsschiffe abgrasen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal auf Skin noch welche gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Schon, wie gesagt, ein paar Wochen her. Die Parts kamen auch noch nicht. Die kommen jetzt erst direkt für euch. So, schau mal, weil da hinten zum Beispiel sehe ich ein weißes Segel. Es sind immer die weißen Segel, sind die Handelsschiffe. Und wenn ich da außen die Dinger abschieße. Ahoi. Das ist bestimmt eins. Na, da seht ihr schon, hat auch 5 dabei. Feuer!
Lass sie nicht entkommen! Da, genau, na, da können wir zusätzlich nochmal Shellac bekommen, wenn wir den mal entern. Das wird ihnen eine Lehre sein! Das ist aber gut. Das Entern. Komm! Macht jetzt nicht Schlaf! Jetzt gehört alles uns! Jetzt sehe ich noch nichts. Nicht irgendwo den Shellac. Ist halt immer so neblig, das nervt. Du bist mir vollkommen egal. Ich glaube nicht, dass das weiße Segel sind. Ja. Wie gesagt, vorsichtshalber immer ein bisschen nachschauen. Das letzte Mal bin ich ein bisschen hin und her gefahren und dann. Ich meine, wie gesagt, wenn ein Schiff 5 Shellac hat, dann habe ich quasi ein Lack pro Schiff. Das passt dann schon ganz gut. Keine weißen Segel. Ah, immer diese Freibeuter. Ganz schön auf die Nerven, muss ich sagen. Nicht, dass ich jetzt finde ich gar keine Händler mehr. Ich meine, hier legen die an und fahren dann quasi wieder zurück. Habe ich, glaube ich, gerade aus dem Augenwinkel eins gesehen. Genau. Ja, wunderbar. Genau, haben wir so einen Bonus-Shellac.
Ah, was war auch noch zwei dabei. Immer ein bisschen schwer zu gucken, wo wir sind. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie viel Scheller wir jetzt haben. Also hier 8, war klar, ja. Wie viel wir noch brauchen. So meine ich, 11 haben wir jetzt hergestellt, kann das sein? 25 brauchen wir, 5 hatten wir. 9 oder so. Aber oder so trifft es halt leider viel zu gut. Super, hallo. Die werden deinen Namen nicht so schnell vergessen. Sonst setzt es was. Jetzt haben wir sie gleich. Da war eine Bar. Erteilt ihnen eine Lektion! Sehr schön. Oh, noch eine Waffe, das trifft sich gut, die brauchen wir auch immer. Eigentlich echt so langweilig, was ich hier. Das hilft ja nichts. Dieser ätzende Nebel. Wie gesagt, dieses, also Sachen plündern hat es ja gar nicht gelohnt im Verhältnis dazu für Shellac. Also wie wenig wir da bekommen hatten. Da ging es hier ein bisschen von A nach B fahren und die plündern schon echt effektiv. Dreckige Segel. Dann schon immer weiße. Halt so ein bisschen komisch, weil, also, so fährt sich der Fall einfach nicht. Die fahren schon hier oben quer immer. Na, no, das sind alles keine. So, aber ich pausiere kurz, bis ich noch ein paar finde und die plündere ich mir doch jetzt erstmal nicht. So, wir haben zumindest schon mal, ich weiß gar nicht wie viel, 16 oder so. 16 lag von 25. Ich weiß nicht, ob ich hier schon welche in Auftrag gegeben hatte, aber ich war hier auf jeden Fall noch nicht im Ruder. Könnten auch mal machen. Was will ich dafür geben, hier zwei gleichzeitig machen zu dürfen? Der schaut ja auch cool aus. Euer Anblick beflügelt. Mhm, hier gibt's gute Torpedos. Ganz rein optischen Sachen sind mir halt relativ egal. Wir haben auch hier
Erstmal auch nicht genug. Erstmal, die hießen nicht Skovil. Das war die schärfe Einheit. Sauvignon. Irgend sowas. Das hat man hier war nämlich auch irgendwas im Auftrag. Eventuell ja Lack. Skurlock hat ein Auge auf euch. Passt besser auf. Eure Münzen machen mich. War gar nicht mehr so viel. 4 oder so, ne? Bin wieder blind. Ne, warte mal, hier sagt er mir sogar 11. Dann haben wir ja doch schon genug. Na, also, beschweren werde ich mich nicht. Machen wir so. Skurlock sprach mit euch? Das mag etwas bedeuten. So, einmal das Schiff upgraden, bitte. Die nächste Stufe, Brigantine verbessern. War schon 30 Lack und Lindwurm Atem. Ist ja echt nervig, weil man eigentlich nur achso, und 8er Stücke kostet mich diesmal auch. Ja, nur noch, also nach Lack grinden darf, weil, also wenn ich hier mal nachguck. Na, da braucht man Shellac. Und Shellac kann ich nur so machen. Dragon erworben werden. Okay, das hier kann ich sogar nur im Ruder kaufen. Schauen wir mal, was das kosten würde. So ganz allgemein. Vielleicht kann man hier auch Scheller kaufen. Das weiß ich gar nicht. Das habe ich noch gar nicht. 1501. Wir brauchen 15 davon. Denkt mal dran. Wir ziehen was auch immer. Krieg ich sowas. Wie es wohl Hummer und Miria geht. Hab schon lange nichts gehört. 2 Scheller kann ich für 250 kaufen. So, dann wollen wir aber trotzdem nochmal zum Schiffsbauer. Wir wollen nämlich auch noch ein paar Schiffchen bauen, die unsere 8er-Stücke dann immer abholen. Schauen wir, eigentlich sollten wir dann auch noch genug Waffen haben. Das ist zumindest ungefähr bis Level 5. Sollten wir das ja dann irgendwie herkriegen. Ich weiß halt immer nicht, was wir schon haben. Schiffe. Mir jetzt egal eigentlich, ne? Ich glaube, bauen wir mal so ein. Mögen die Schwachen in eurem Kielwasser untergehen. So, wunderbar. Verwalten. Haben wir eh schon über 6 gehoben. Über 7.
Ach, schau mal an, ey. Kann man sogar über 9 jetzt wieder heben. Ich habe wieder auf meine Brigantine. Na, super Sache. Kann ich nämlich hier sogar noch eins. Weiter zur automatischen Sander. Genau. Das heißt, noch mal weniger Arbeit für mich. Die Gießerei habe ich schon. Mit der Zeit holen wir uns noch so eins. Ja, warum nicht? Will ich dann aber sagen, machen wir im nächsten Part. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.